Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zu einem Infovideo, das ich meiner Meinung nach schon viermal aufgenommen hatte. Nur dann kam immer wieder was dazu und jetzt kam immer wieder was dazwischen. Und ich nehme das jetzt hoffentlich als finale Version auf. Erstmal, first things first. Ganz, ganz großes Dankeschön an 56, 55, über 50 Abonnenten, die dieser Kanal inzwischen hat und auch deutlich eine große Zahl davon aktive Viewer. Dafür nochmal ein ganz großes Dankeschön für die Unterstützung. Wie gesagt, ich krieg da kein Geld für oder so, also es freut einen aber schon, wenn die Videos gesehen werden, wenn man da Arbeit reinsteckt. Macht bitte so weiter, solange sie euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen, seid ihr durchaus berechtigt, das zu sagen. Das tut nicht weh. Und es hilft mir natürlich, neue Abonnenten zu kriegen, weil man dann häufiger vorgeschlagen wird. Blabliblub. Da möchte ich mich eigentlich gar nicht so reinsteigern. Ich finde es immer ein bisschen affig, wenn die YouTuber kommen, ja, liked, abonniert mich, schaut noch bei mir bei Twitter, Facebook und was weiß ich, bei Snapchat vorbei und nee, so will ich das eigentlich gar nicht aufziehen. Was ich aber machen möchte, ist mich ein bisschen dafür entschuldigen, dass die Videos in letzter Zeit sehr, naja, sagen wir mal unregelmäßig kommen, weniger Videos kommen als vorher. Das hat den ganz einfachen Grund, dass vor 2,5 Wochen mein Studium dann letzten Endes doch begonnen hat. Vorher war Orientierungswoche. Da ist man eh anderweitig beschäftigt und da ist man dann auch einfach nicht mehr in der Lage, dann um 4 Uhr morgens nach Hause getorkelt kommt, noch ein Video hochzuladen. Dann fällt man nur noch ins Bett und hofft, dass man am nächsten Morgen noch lebt. Ja, dafür wollte ich mich nur noch mal ein bisschen entschuldigen, auch dass dieses Video mit der Erklärung ein bisschen hat auf sich warten lassen. Und aus diesem Studium ergibt sich jetzt nämlich ein Problem. Es ist nämlich so, dass ich momentan noch sehr wenig Zeit habe. Das liegt gar nicht daran, dass ich so viel zu tun habe, weil ich relativ viel zu tun habe. Gerade jetzt auch noch Referate halte und all so ein Spaß, ne? Kennt das? Und auch in meinem Studienfach Englisch am Ende dieses Semesters einige wichtige Klausuren schreibe, Sprachpraxistests mache. Das ist einfach alles ziemlich viel. Und das Problem ist einfach, dass ich in letzter Zeit, seit 4 Wochen oder so, nicht mehr dazu gekommen bin, Makedonien Singleplayer aufzunehmen. Den Pompeius Singleplayer habe ich Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen. Ich habe immer noch hochgeladen, was ich hatte. Also, ihr könnt sehen, ich habe gerade bei Makedonien relativ viel im Voraus gearbeitet und jetzt bin ich einfach im Schluss angekommen. Ich hätte immer gedacht, dass ich irgendwann mal die Zeit finden würde, aber irgendwie hat das alles nicht so hingehauen. Ich werde aber hoffentlich im Laufe dieser Woche wieder Makedonien aufnehmen können. Fürs Wochenende natürlich wieder die Gänzkampagne gegen Sulla, die ja bald vorbei sein dürfte. Was ich aber eben in letzter Zeit viel mache, auch einfach, weil ich, wenn ich dann nach so einem Abend, nach so einem Tag mal abends am PC sitze, was ich dann eben am liebsten mache, ist auf dem TS kommen, ein bisschen um zwei Multiplayer spielen. Dass ich eben sehr viele Multiplayer-Schlachten produziere und ich lade einen Bruchteil davon hoch. Also ich schlage noch deutlich mehr Schlachten. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich dann meinen alleinigen Fokus drauf lege. Den Singleplayer-Let's Plays zu machen, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Damit habe ich angefangen. Und es gibt, glaube ich, immer noch Abonnenten hier auf dem Kanal, die mich vor allen Dingen deshalb sehen wollen, hoffe ich zumindest mal. Außerdem macht mir die Kampagne mit den Makedonen eigentlich sehr viel Spaß. Ich würde die ganz gerne weiterspielen. Und das Problem, das ich momentan eben habe, ist, mir fehlt ein bisschen die Zeit. Und das geht wahrscheinlich bis
bis Weihnachten erstmal so weiter, dass ich sehr wenig Zeit habe. Über Weihnachten habe ich ein paar Tage frei, da kann es passieren, dass ich dann mal 2, 3 Tage relativ viel aufnehme. Dann habe ich auch erstmal was bis zur vorlesungsfreien Zeit, in der ich dann ja ganze Projekte aufnehmen kann. Worum es mir jetzt in diesem Video hier oder in dieser Ankündigung geht, ist erstmal einen Modus operandi zu finden. Das ist ein Ja, doch eigentlich einen Modus zu finden, um die nächsten 2 Monate, November, Dezember, bis eben Ende Dezember zu überstehen und es, ja, ist für alle ein bisschen ansprechend zu gestalten. Wie gesagt, ich werde Makedonien aufnehmen, nur einfach nicht so viel, dass ich, glaube ich, erstmal da die Paarzahl hochhalten kann. Ich werde versuchen, wie gesagt, Montag, Mittwoch, Freitag so als Richtwert zu machen. Aber das wird wahrscheinlich nicht hinhauen. Ihr merkt, ich bin auch noch ein bisschen an der Kälte seit dem Wochenende. Das ist auch so ein bisschen Stresssymptom und ich labere schon wieder ziemlich ziellos vor mich hin, ohne auf den Punkt zu kommen. Es geht einfach darum, ich werde wahrscheinlich in den nächsten Wochen relativ viel Multiplayer spielen, auch hoffentlich ein paar gute Schlachten dabei. Das werde ich, da ich eh alle Replays inzwischen speichere, um Replay-Analyse zu machen, werde ich da viele Replays haben. Da werde ich bestimmt auch ein paar Schlachten finden, die man hochladen kann, die ansprechend sind, die Sachen zeigen, die Sachen erklären. Und ja, dadurch, dass das für mich viel mehr Teil meiner Alltagsentspannung ist als das Kampagnen-Let's Playen, werde ich da einfach mehr für präsentieren, mehr für haben, mehr für produzieren und das kann ich dann auch präsentieren. Ja, aber ich möchte eben kein reiner Multiplayer-Kanal werden. Das ist nicht meine Absicht. Möchte ich nur noch mal ganz kurz klarstellen. Für die Zukunft, für die nähere Zukunft wird's eventuell so aussehen, aber ich werde schauen, dass ich wieder mehr Singleplayer-Content bringen kann. Sofern ihr das denn wollt. Das ist mir natürlich auch ein bisschen wichtig, wenn ihr jetzt sich eine große Mehrheit und ihr seid alle angeregt, ein bisschen euren Senf dazuzugeben, bitte. Hätte ich vielleicht ganz am Anfang sagen sollen, weil die meisten Leute so ein Video nie bis zum Ende gucken. Wenn ihr Singleplayer sehen wollt, sagt es bitte. Wenn ihr meint, ach, lasst doch das mit dem Singleplayer sein hier. Multiplayer ist eh das Einzige, was ich gucke und die paar Leute, die deine Makedonien-Videos gucken, die können mich mal. Formuliert das bitte ein bisschen anders, sonst kann ich solche Kommentare nicht ernst nehmen. Mir wäre es eigentlich am liebsten, und da würde ich auch den Strich ziehen, wenn ich beides hinkriege. Es geht momentan wirklich erstmal darum, was machen wir in den nächsten 2 Monaten. Können die Leute, die mich wegen ihrer Singleplayer-Videos, meiner Singleplayer-Videos schauen, eventuell mit weniger, nicht mit geheim, sondern mit weniger Content leben oder nicht? Wenn nicht, dann tut es mir leid, da kann ich eigentlich relativ wenig gegen machen, aber ich würde eben versuchen, dann zumindest Montag, Mittwoch, Donnerstag zu machen und wenn die Versus-Kampagne mit Solar vorbei ist, vielleicht irgendwas, was ich am Wochenende dann so hochlade, irgendwas Witziges zu machen. Und da ich jetzt schon bei 9 Minuten bin, beende ich jetzt hier ganz einfach dieses Video. Wie gesagt, redet ein bisschen mit, bitte. Das würde mir nur helfen, weil ich hier natürlich mir meine Gedanken mache, aber euch als Konsumenten des Ganzen auch ein bisschen mit einbeziehen will. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinen restlichen Videos und bis zum nächsten Mal, euer Fighting Joe.